Okay, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich grüße Sie sehr herzlich auch im Namen von Klaus Günther und Nicole Deitelhoff, die sich leider krankheitsbedingt entschuldigen lässt. Ich grüße Sie sehr herzlich zu unserer nunmehr, man glaubt es kaum, 12. Jahreskonferenz des Clusters Normative Ordnung. Und dabei begrüße ich ganz besonders Herrn Vizepräsidenten van Dijk. Ich freue mich, dass Sie zu uns gekommen sind. Herrn Professor Habermas, praktisch ein Ehrenmitglied unseres Verbunds. Toll, dass Sie zu uns gekommen sind. Und die Professoren Richard Bernstein und Dmitri Nikulin von der New School for Social Research, die den langen Weg zu uns auf sich genommen haben. Und Richard Bernstein wird heute Nachmittag zu uns sprechen. Und dafür hier schon mal herzlichen Dank. In unserem Verbund haben wir uns in den vergangenen 12 Jahren so oft und auf so viele Weisen mit Umbrüchen und Transformationen befasst und die These vertreten und selbstverständlich 100% belegt, dass moderne Gesellschaften sich stets im Modus der Veränderung befinden, so sehr, dass es für einen Forschungsverbund, der zumal die Reflexivität normativer Ordnungen betont, ganz unumgänglich scheint, seinen eigenen Daseinsmodus als den des Umbruchs zu begreifen. So ist es auch heute wieder. Wir stehen an der Schwelle zwischen dem alten Exzellenzcluster normativer Ordnung oder Herausbildung normativer Ordnung, der ja auch mit jedem Jahr, in dem er existierte, etwas Werdendes war und nie eine fertige Institution. Und andererseits einem neuen Zentrum unserer Universität mit den Partnern, mit unseren Partnern. Ein Zentrum, das ebenfalls in der Herausbildung ist und einen festen Platz im Forschungsprofil unserer Universität einnimmt. Geworden, gemacht wird also überall und immer da. Und glücken kann dies nur durch wissenschaftliche Produktivität und die Erschließung neuer Forschungsfragen und neuer Forschungsfelder. Wer neue Fragen stellt, etwa wie wir heute, die nach der normativen, insbesondere der demokratischen Qualität smarter, digitaler Ordnungen, der darf natürlich nicht einem supermodernistischen Missverständnis aufsitzen, das davon ausginge, dass von dem nichts mehr zählt, was die Besseren vor uns gedacht haben. Und so kombinieren wir heute in dieser Konferenz die Analyse smarter digitaler Ordnung mit einer Reinterpretation einer inzwischen klassischen politischen Theorie, die wieder ganz aktuell wird. Und wir schätzen uns glücklich, zwei der besten philosophischen Köpfe als Vortragende zu haben, die man sich dazu je nur wünschen könnte. Professor Richard Bernstein von the New School for Social Research can, like no other, explain to us and show us how important Hannah Arendt's ideas are in our current social and historical predicament, and I very much look forward to his lecture later this afternoon. Together with Dick Bernstein being here and some of the friends from the New School, we will have a celebration and a conference on the New School's centennial, because the New School has its 100th anniversary this year. Together with him and the friends from the New School, a whole intellectual milieu from New York, a milieu that has so many connections to the Frankfurt milieu, and especially our university, comes to us, and we are very grateful for this opportunity. Ich spare mir einige Bemerkungen zu Dick Bernstein für später auf und will hier jetzt noch etwas zu meinem lieben Freund Klaus Günther sagen. Denn dies ist die letzte Jahreskonferenz unseres Unternehmens, die wir als Sprecher gemeinsam bestreiten und verantworten. Und aus dem Anlass gäbe es jetzt sehr viel zu sagen, aber ich mache es umgekehrt reziprok, also kurz. Ich habe Klaus Denken schon immer bewundert, als ich noch ein junger Student und Doktorand war, und empfand es daher immer als großes Privileg, als wir zusammen mit anderen, mit denen wir eine ganz wunderbare Forscherinnengemeinschaft gebildet haben bis heute, als wir zusammen dieses Projekt aus der Taufe heben konnten. Dabei war es von Anfang an Klaus,
der mit seinen weit über die Disziplinen hinausgreifenden Ideen, seiner Brillanz, seiner spezifischen Mischung aus beharrlichem Insistieren und Langmut, also kurz mit dem, was er selbst einmal in einer Interpretation Adornos autoritätsfreies Sollen genannt hat, ein Sollen, das er wie kein anderer zu generieren vermag, er war es, der all das Positive, was hier an diesem Ort entstanden ist, hervorgebracht hat. Ohne ihn hätte es keinen Cluster gegeben, ohne ihn wären nicht 10 neue Professuren hier unter uns, Professoren, Professuren, Professorinnen. Ohne ihn hätte es die unzähligen Diskussionen und Publikationen nicht gegeben, die eine ganze interdisziplinäre Landschaft geprägt haben. Ungezählte Dissertationen und Habilitationen wären nicht entstanden. Großartige Karrieren, die hier geformt wurden, wären nicht zustande gekommen sind. Wir haben dieser Tage für die DFG einen Abschlussbericht über 12 Jahre Arbeit verfasst. Und wir konnten selbst nicht glauben, was da alles drinsteht. Also das heißt nicht, dass wir da was reingeschrieben haben, was nicht passiert ist, sondern es ist schon beachtlich, was hier entstanden ist. Danke ist ein kurzes und relativ einfaches Wort, lieber Klaus. Aber wenn ich dir jetzt Danke sage im Namen aller, die je einen Fuß in dieses Unternehmen gesetzt haben, das den nicht so schönen Namen Cluster führte, das aber etwas so Schönes durch dich geworden ist, dann verbergen sich dahinter so viele Erlebnisse, Geschichten und Erkenntnisse, von denen ich keine einzige missen möchte, auch dann nicht, wenn es mal eng und schwierig wurde. Wir haben ein Stück Wissenschaftsgeschichte geschrieben, ob ein großes oder kleines Kapitel im Buch des Geistes wird man sehen, das werden andere zu bewerten haben. Aber für mich, und ich weiß, für uns war das eine große Zeit, und du warst ihr Motor. Dir zu Ehren und uns zu Ehren haben wir daher diesmal für die Jahreskonferenz in diesem Jahr ein anderes Format als sonst gewählt und dich um einen Vortrag gebeten, den zwei geschätzte Kolleginnen kommentieren werden bzw. sollten. Frau Brunhöber ist dankenswerterweise hier, Herr Hediger schickt seine Grüße und liegt mit einer schweren Grippe im Bett. Nichts bleibt, lieber Klaus, wie es war, aber eins bleibt, die Kraft deines Denkens, dass du 12 Jahre lang, oder eigentlich 13, wenn man den Vorlauf mit berücksichtigt, in den Dienst unserer, dieser Sache gestellt hast. Ein Dienst war es, denn ohne die Aufopferung, ohne all die Zeit, die Kraft, das Denken, und auch die Nerven, die das kostet, so etwas aus der Taufe zu heben, geht es nicht. Und dafür herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank. Vielen Dank für den Applaus. Vielen Dank, lieber Rainer, für diese mich verlegen machenden Worte. Aber die bedürfen natürlich der starken Relativierung, denn es war von Anfang an ein Gemeinschaftsunternehmen und insbesondere ein Gemeinschaftsunternehmen von dir und mir. Nach dem euphorischen Anfang bei der Vorbereitung des ersten Antrages, das berühmte Pfingsttreffen, bei dem die ersten dann weitreichenden Ideen und Begriffe formuliert wurden, wie der des Rechtfertigungsnarrativs oder der Rechtfertigungsordnung, überhaupt der Begriff der normativen Ordnung, war ein wunderbares Erlebnis, die Zusammenarbeit aller Beteiligten bei der Vorbereitung des ersten Antrages, weil das wirklich ein intensives Geben und Nehmen war und ein permanentes gemeinsames Arbeiten und Formulieren an diesem Antragstext. Aber als wir dann die Bewilligung hatten und wir beide, ich glaube, es war in den Weihnachtstagen 2017, im Café Lauma saßen und zum ersten Mal überlegten, wie wir das jetzt in Gang bringen wollen, haben wir uns schon gefragt, was haben wir uns da eigentlich angetan. Aber es
ging dann doch ganz erfolgreich. Und dass das so erfolgreich war, war, glaube ich, ohne diese produktive Zusammenarbeit nicht möglich. Und vor allen Dingen eine Art von Zusammenarbeit, bei der jeder seine Eigenständigkeit bewahrt hat, aber trotzdem es irgendwie funktionierte, ohne dass man das irgendwie immer explizit thematisieren musste. Ich glaube, den einzigen wirklichen Streit, den wir hatten, der bis heute andauert, betrifft die Clusterfarbe, dieses Lila. Und mein Schlips markiert nochmal meine Position heute. Also der Streit ist noch nicht zu Ende. Und wird sich wahrscheinlich fortsetzen. Also dieses Lila traf bei Rainer von Anfang an auf erhebliche Vorbehalte. Er hätte lieber irgendwie so eine Art Rot gehabt oder sowas. Aber jedenfalls grün, der Streit wird wahrscheinlich andauern. Wenn ich auf die 12 Jahre zurückblicke, ich bereue nichts, liegt mir doch an einem, weil oft gefragt wird, ja, was ist denn jetzt rausgekommen nach diesen 12 Jahren? Und ein anderer oft vorgebrachter Einwand lautet ja auch immer, jetzt nicht speziell gegen unseren Verbund, aber gegen solche Forschungsverbünde in den Geistes- und Sozialwissenschaften generell, dass das eigentlich kein geeignetes Format für diese Disziplin sei. Der Überzeugung bin ich nicht und auch nach diesen 12 Jahren nicht. Natürlich haben wir keine Ergebnisse produziert, wie man sie vielleicht von einem medizinischen Cluster erwarten kann, dass am Ende ein neues Medikament oder eine neue Therapie entwickelt worden ist, die es vorher noch nicht gab und die jetzt sozusagen zum Wohl der Menschheit eingesetzt werden kann. Was aber bei einem solchen Forschungsverbund möglich ist, und das ist, glaube ich, wirklich tatsächlich nur in dieser Verbundform auch möglich, ist, dass sich eine Konstellation bildet, die, wenn es gut geht, gleichsam nicht intentional, also von mir aus auch in Form des autoritätsfreien Sollens, neue Ideen generiert. Und dazu braucht man so ein paar Planken, und das waren die Begriffe und theoretischen Modelle, die wir in dem ersten Antrag entwickelt hatten, ein paar Planken, aber wie das Schiff aussieht, das man daraus dann nachher baut, das kann man nicht planen. Und das lässt sich auch nicht planen. Das ist auch gut so, dass man das nicht planen kann. Sondern das ergibt sich dann aus der Konstellation derjenigen, die mit diesen Planken eben arbeiten. Und ich finde, das ist uns gelungen. Und das zeigt sich eben nicht zuletzt auch, also neben den ganzen Erfolgen, die du aufgezählt hast, zeigt sich eben auch an der Resonanz, die wir, glaube ich, inzwischen international bekommen haben, sodass, wenn man über normative Ordnungen nachdenken, darüber forschen will, Frankfurt einer der Orte ist, auf die man dann schaut und zu denen man dann reist, um sich hier diskutierend darüber auseinanderzusetzen. Und die vielen, vor allen Dingen gerade jungen Leute, die hier nach Frankfurt kommen und mit uns zusammenarbeiten, die Postdocs, die wir im Augenblick haben, und auch früher schon hatten, sprechen, glaube ich, eine sehr deutliche Sprache, dass wir das erreicht haben. Und das nach 12 Jahren geschafft zu haben, glaube ich, ist eine Leistung, über die wir uns alle zusammen freuen können. Also deswegen vielen Dank an dich, aber auch an alle anderen, die daran mitgewirkt haben. Und insbesondere an diejenigen, die sozusagen im Maschinenraum dieses Schiffes arbeiten. Und das ist vor allen Dingen Rebecca Schmidt und die Geschäftsstelle. Denn gute Ideen kann man haben, ist gut, wenn man die hat. Man kann auch Aufsätze und Bücher alleine zu Hause am Schreibtisch schreiben, aber sich in dieser produktiven Konstellation zu bewegen, in der man sich immer wieder mit anderen auseinandersetzt, mit ihnen sprechen kann, Formate findet wie heute, in denen man Ideen vorstellen kann und diskutieren kann. Das sieht so leicht aus, wenn man es von außen betrachtet und daran teilnimmt, erfordert aber sehr, sehr viel Arbeit.
abgesehen von all dem anderen, was dazugehört, was die Personalführung angeht, was die administrativen Tätigkeiten angeht, was so ein Gebäude hier angeht, das versteht sich alles nicht von selbst, das läuft auch nicht von selbst. Und da reichen eben gute Ideen alleine nicht, sondern dafür muss man sehr viel tun, sehr viel koordinieren, sehr viel organisieren. Und deswegen schließe ich das in meinen Dank mit ein. Also vielen Dank und ich freue mich jetzt auf eine spannende Jahreskonferenz und übergebe das Wort an unseren Vizepräsidenten, Herrn van Dijk. Vielen Dank. Ja, liebe Frau Brunhöfer, liebe Frau Schmidt, lieber Herr Günther, lieber Herr Forst, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich könnte jeden Einzelnen, glaube ich, hier persönlich begrüßen. Sie möchte ich persönlich begrüßen, lieber Herr Lutz-Bachmann. Aber vor allem begrüßen möchte ich unseren heutigen Ehrengast oder unsere beiden Ehrengäste, lieber Professor Habermas, lieber Professor Bernstein. Ich freue mich, Sie anlässlich der diesjährigen internationalen Jahreskonferenz des Forschungsverbundes Normative Ordnung mit dem Titel Smart Orders and or Smart Democracy im Namen des Präsidiums der Goethe-Universität ganz herzlich begrüßen zu dürfen. Die heutige Jahreskonferenz der normativen Ordnung beschäftigt sich mit Ordnungsvorstellungen in Zeiten, in denen Transformationsprozesse mit Blick auf Prozesse der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz uns vor ganz grundsätzliche Herausforderungen stellen, die vielfältige Auswirkungen auf unsere Lebenswelt nicht nur haben werden, sondern ganz aktuell schon haben. Daher steht auch das Wissenschaftsjahr 2019 unter dem Titel Künstliche Intelligenz und wir haben hier an der Goethe-Universität und anderswo teilweise mit Unterstützung der Mercator Foundation eine ganze Reihe von guten Veranstaltungen gemacht. Hier findet jetzt sozusagen gleich die nächste statt. Zugleich gerät aber auch die Zukunft der Demokratie unter einen Druck, der viele Jahre nicht vorstellbar war. Ich komme gerade von Commerce, wo ich in der Villa Vigoni unsere Freundinnen und Freunde der Partneruniversitäten getroffen habe. Und was die Kollegen zum Beispiel aus Lodz erzählen, das können wir uns hier gar nicht vorstellen. Wenn da Genderforschung in einem Antrag auftaucht, wird das nicht mehr gefördert, weil direkt politische Intervention stattfindet, die wir hier nicht wollen und die wir hoffentlich auch nie bekommen. Wir sehen also Bedrohungen, wir sehen Populismus, wir sehen auch gerade hier in Deutschland erschreckend aktuell Antisemitismus. Daher ist es uns eine besondere Freude und auch Ehre, dazu in diesem Jahr Professor Richard Bernstein von der New School for Social Research zu Gast bei uns an der Goethe-Universität zu haben, der später seine Gedanken zur aktuellen Relevanz von Hannah Arendt darlegen wird. Zum Auftakt der Konferenz wird aber zunächst Klaus Günther unter dem Titel »Von normativen zu smarten Ordnungen« referieren. Dabei diese allgegenwärtige digitale Revolution und ihre Auswirkungen genau auf diese normativen Ordnungen in den Blick nehmen. Weil die Erforschung künstlicher Intelligenz und ihrer normativen Auswirkungen und Zusammenhänge gerade auch im Verständnis zu den drängenden Fragen unserer demokratischen Ordnung nur im Zusammenspiel verschiedener Disziplinen und Akteure gelingen kann, ist es entscheidend, dass sich ein geisteswissenschaftlicher Verbund wie die Normativen Orders dieser Thematik annimmt. Im Exzellenzcluster Normative Orders ist es gelungen, Disziplinen wie Philosophie, Geschichte, Politik, Rechtswissenschaften, aber auch Ethnologie, Wirtschaft, Theologie und Soziologie durch gemeinsame Herangehensweise einen besonderen Frankfurter Blickwinkel natürlich in der Tradition der kritischen Theorie zusammenzubringen. Dabei wird der Fokus gelegt auf aktuelle soziale Konflikte um eine gerechte Ordnung der Gesellschaft und das in Zeiten der Globalisierung. Die normativen Ordnungen konnten dabei im Verbund mit starken Partnern, darunter die TU Darmstadt, die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, das Institut für Sozialforschung, das Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht und das Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte und in der Zusammenarbeit natürlich mit den Fachbereichen
unserer Universität und den anderen universitären Instituten große internationale Anerkennung als Zentrum der Normativitätsforschung erringen. Ich glaube, da haben wir gerade schon ein paar Stichworte schon gehört, die absolut nicht übertrieben sind. Als Goethe-Universität blicken wir gemeinsam mit dem Forschungsverbund Normative Ordnung auf 12 sehr erfolgreiche Jahre der Forschung zurück, insbesondere im Kontext einer exzellenten internationalen Vernetzung. Und als Vizepräsident, der unter anderem für Internationalisierung zuständig ist, habe ich in den letzten anderthalb Jahren extrem viele Beispiele kennengelernt, die uns als Goethe-Universität weiter nach vorne bringen und uns auch zur Ehre gereichen. Zugleich eine große Anzahl von Veranstaltungen im gemeinsamen Anspruch als Bürgeruniversität hier auf dem Campus, aber auch in verschiedenen Orten der Stadtgesellschaft, in der Stadtbücherei. Demnächst gibt es Veranstaltungen im Schauspiel Frankfurt. Das heißt, wir sind im Dialog auch mit der breiteren Öffentlichkeit und beschränken uns nicht nur und ziehen uns nicht zurück auf unseren akademischen Elfenbeinturm. Und dazu auf 10 neu geschaffene, Herr Forst hat es schon gesagt, Professuren, die auch nachhaltig geschaffen wurden, und auf eine erfolgreiche Förderung, und auch das ist mir als Vizepräsident, der für Early Career Researchers zuständig ist, sehr wichtig, eine Förderung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf allen Ebenen der Qualifizierungsstufen. Die normativen Ordnungen sind auch im zukünftigen Forschungsprofil unserer Universität ein wichtiger Schwerpunkt. Und sie werden für uns insbesondere bei den größeren Verbundideen wie der Initiative True Motion im Rahmen der Europäischen Hochschule eine wichtige Rolle spielen. Mit dem erfolgreichen BMBF-Antrag zur Gründung des Forschungsinstituts gesellschaftlicher Zusammenhalt ist es Mitgliedern des Clusters in Kooperation mit weiteren Wissenschaftlerinnen der Goethe-Universität gelungen, sich federführend beim Aufbau eines interdisziplinären und langfristig angelegten Bundesinstituts einzubringen. Und hier sehe ich die direkte Schnittstelle auch zu unserer True Motion Initiative. Wir stehen für Trust und Mobility. Man bringt Menschen zusammen, die sich vertrauen. Und wenn man Menschen zusammenbringt, dann generiert man damit auch Vertrauen. Und was wir glauben in Lodz, in Mailand, in Lyon und ganz neu in Thessaloniki, alle diese Städte zeichnet aus, dass trotz sehr großer in dem jeweiligen Land der jeweils größten Diversität trotzdem ein relativ harmonisches Zusammenleben in der Stadtgesellschaft zu beobachten ist. Und wir wollen untersuchen, und dafür brauchen wir sie, woher diese Civic Cohesion herkommt und was wir tun können, um diese auch weiterführen und verstärken zu können. Als international sichtbares Normativitätsforschungszentrum ziehen die normativen Ordnungen auch weiterhin internationale Spitzenwissenschaftlerinnen nach Frankfurt. Vor kurzem wurde der Direktorin des Max-Planck-Instituts Göttingen zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften, Professorin Ayelet Zahar, eine Honorarprofessur der Goethe-Universität verliehen. Und zu unserer Freude wird sie die Forschungsgruppe ihres 2019 verliehenen Leibniz-Preises hier in Frankfurt bei den Normative Orders ansiedeln. Das Präsidium unterstützt mit Nachdruck den Gründungsprozess des Forschungszentrums Normative Ordnungen als feste Größe in unserem künftigen Profil. Lassen Sie mich jetzt noch die Gelegenheit nutzen, um dem Dank, den Herr Forst gerade schon ausgesprochen hat, einen weiteren Dank in meinem und im Namen des ganzen Präsidiums auszusprechen. Lieber Herr Günther, gleichwohl Sie der neuen Institution der normativen Ordnung sicher auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen werden, ist Ihr Wechsel in das Amt des Dekans des Fachbereichs Rechtswissenschaften nun doch eine Zäsur. Und so möchte ich Ihnen im Namen der Goethe-Universität unseren Dank aussprechen für 12 Jahre als Co-Sprecher des Exzellenzclusters. Wir haben es vorhin gehört, von den Vorarbeiten in der Antragsphase bis zur Neuausrichtung des Forschungsprofils, was ganz aktuell läuft, und dabei für Ihren unermüdlichen Einsatz für den Verbund und den auch damit verbundenen Anstrengungen und herausragenden Leistungen zum Wohle unserer Universität zu danken. Der Dank gilt natürlich auch Ihnen, Herr Forst, seit 12 Jahren als Co-Sprecher, und Sie beide haben den Forschungsverbund sehr erfolgreich geleitet und
Sie werden ihn nun mit Nicole Deitelhoff in das Forschungszentrum überführen. Danken möchte ich auch allen bisherigen Mitgliedern des Forschungsverbundes für ihr aller großes Engagement, ihre vielfach ausgezeichnete wissenschaftliche Arbeit. Ich wünsche Ihnen allen und uns allen für die Zukunft eine erfolgreiche, fruchtbare Zusammenarbeit. Und jetzt wünsche ich uns aber eine erfolgreiche und vor allem auch wieder fruchtbare Konferenz und gebe das Wort jetzt, glaube ich, wieder weiter an Frau Schmidt. Dankeschön. Lieber Herr van Dijk, ganz herzlichen Dank. Lieber Klaus, lieber Rainer, lieber Professor Habermas, lieber Professor Bernstein, liebe Professorin Brunnhöber, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ebenfalls herzlich und zwar nun zum inhaltlichen Teil zur Lecture, der ersten Lecture und dem ersten Panel der heutigen Jahreskonferenz. Und wie Rainer Forst schon sagte, anstelle von Nicole Deitelhoff, die leider krankheitsbedingt heute verhindert ist. Es wurde bereits gesagt durch den Vizepräsidenten, auch die normativen Ordnungen beschäftigen sich und weiterhin aus interdisziplinärer Perspektive mit Ordnungsvorstellungen in Zeiten, in denen Transformationsprozesse gerade mit Blick auf Digitalisierung und künstliche Intelligenz besondere Herausforderungen, so hat es Herr van Dijk formuliert, uns vor besondere Herausforderungen stellen. Was wäre denn da passender, um dabei allgegenwärtige digitale Revolutionen und ihre Auswirkungen auf normative Ordnungen in den Blick zu nehmen, als dass Klaus Günther, den Rainer Forst als Visionär beschrieben hat und der nun 12 Jahre lang gemeinsam mit ihm als Co-Sprecher die normativen Ordnungen und alle diese Ideen entwickelt hat. Die erste Manifestation dieser Ideen sehen Sie im ersten Band unserer inzwischen 21 Bände umfassenden Reihe der normativen Ordnungen. Und diese Ideen, die er nun 12 Jahre gedacht hat, weiterdenkt in die Richtung zu smarten Ordnungen. Und durch das Gedankenexperiment einer smarten Ordnung, ich zitiere aus seinem Abstract, uns verstehen helfen will, was es heißt, in einer normativen Ordnung der Zukunft zu leben. Das ist eine besondere Freude, und ja, eine Ehre für uns heute. Und ich möchte Ihnen, Klaus Günther, auch wenn das fast bei niemandem von Ihnen möglich, nötig sein sollte, gleichwohl kurz näher vorstellen, obwohl, das sage ich gleich, er ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass es ihm nicht recht wäre. Also, Klaus Günther ist Professor für Rechtstheorie, Strafrecht und Strafprozessrecht am Fachbereich Rechtswissenschaft und seit September der Dekan des Fachbereichs. Dass er seit 12 Jahren gemeinsam mit Rainer Forst die normativen Ordnungen leitet, ist ja Gegenstand der bisherigen Grußworte gewesen. Was Sie vielleicht noch nicht wussten. 2018 wurde Klaus Günther zum Vorsitzenden der deutschen Sektion der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie gewählt. Im selben Jahr erhielt er eine Ehrenprofessur der Juristischen Fakultät der Universidad del Rosario in Bogotá, Kolumbien. Zudem ist er Mitglied des Kollegiums am Institut für Sozialforschung, des Wissenschaftlichen Beirats des Fritz-Bauer-Instituts und in vielen Funktionen langjährig am Forschungskolleg Humanwissenschaften der Goethe-Universität in Bad Homburg. Klaus Günther studierte Philosophie und Rechtswissenschaft in Frankfurt. Er ist einer der echten Frankfurter, obwohl in Berlin geboren. Danach war er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Hochschulassistent in Frankfurt in einer im Rahmen des Leibniz-Programms geförderten rechtstheoretischen Arbeitsgruppe vom zu unserer Freude heute anwesenden Professor Jürgen Habermas. 1987 erfolgte die Promotion, 1997 die Habilitation. Ich lasse die vielfältigen Fellow-Aufenthalte und Gastprofessuren am WIKO, der Buffalo Law School, der Corpus Christi College in Oxford und viele weitere weg und sage Ihnen nur noch, gerade auch, weil wir auf die Funktionen der Early Career Researchers hingewiesen haben, dass er Direktor der Europäischen Sommeruniversität für Recht in Vilnius ist und auch an der Winter School, Sommer und Winter, Winter School Ethics and Neuroscience des Bernstein Center for Computational Neuroscience an der Charité Berlin lehrt. Seine Arbeitsgebiete umfassen Rechtsphilosophie und Rechtstheorie und dabei natürlich die Diskurstheorie des Rechts und Theorie der juristischen Argumentation,
Begriff und Theorien der Verantwortung, Globalisierung und Recht und das Strafrecht in all seinen europäischen und internationalen Bezügen und natürlich der Rechtfertigung von Kritik und Strafe, nicht zuletzt Recht und Literatur. Die Publikationen, ich nenne aus der, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Seiten, es waren 68, glaube ich, nur den Sinn für Angemessenheit mit vielfachen Übersetzungen und dann Schuld und kommunikative Freiheit. Und natürlich in eigener Sache die Mitherausgeberschaft der Reihe Normative Orders, die ich eben erwähnt habe, und vielleicht ein, zwei aus den aktuellen, auch zum Thema passenden Aufsätzen: World Citizens Between Freedom and Security in Constellations, International Journal of Critical Democratic Theory, oder auch Divided Sovereignty, Nation and Legal Community im Journal of Common Market Studies. Und erlauben Sie, weil wir heute in der 12. Jahreskonferenz der normativen Ordnung sind, auch noch zwei Worte in dieser Sache. In diesem Sommer hat er den Aufbau des Forschungsschwerpunktes Future of Digitality or Digitality of Future. Sie finden den Flyer bei sich, also unser Forschungsbereich, der sich mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz beschäftigt, gemeinsam mit Christoph Burchern maßgeblich betreut, der eben diese Thematik, wie es auch Herr von Dick angemahnte, aus rechtlicher, aus politikwissenschaftlicher, aus philosophischer und aus der Perspektive der Filmwissenschaften behandelt. Und dieser hat auch schon einige Aktivitäten entfaltet, darunter Reihen im Filmmuseum, Gespräche über künstliche Intelligenz. Diese Woche die viel beachtete Konferenz Law of Global Digitality von unserem Clusterprofessor Alexander Peukert, bei dem auch die heutige Kommentatorin Professor Brunnhöber, wie auch zu unserer Freude das neue Mitglied in unserem Forschungsbereich KI, Frau Professorin Spieker, beteiligt waren an dieser Konferenz. Sein öffentlicher Vortrag im Sommer, im August in Offenbach. Und jetzt fragen Sie sich, dass die normativen Ordnungen auch über den Fluss gehen. Und das ist in der Tat der Fall. Deswegen haben wir eine Reihe Goethe Lectures Offenbach seit vielen Jahren. In diesem Sommer hat er da gesprochen im Rahmen dieser Lectures zu, wie frei sind wir im digitalen Echoraum. Und das war die Grundlage seines heutigen Vortrags von normativen zu smarten Ordnungen. Darüber freuen wir uns sehr und jetzt auf seinen Vortrag. Ja, vielen Dank, Herr van Dyck. Lieben Dank, Rebecca. Nach so viel Lob fällt es mir schwer, jetzt in die Rolle wieder zurückzugehen, in der ich mich eigentlich so normalerweise, wenn ich wissenschaftlich arbeite, fühle, nämlich eigentlich der eines Studenten in einem etwas höheren Semester. Und das heißt, ich stehe, wie man als Student in einem Seminar vor einem Referat steht, mit einer gewissen Unsicherheit, ob denn die eigenen Überlegungen irgendwie plausibel sind und der Kritik standhalten. Also unter diesem Vorbehalt der Vortrag von normativen zu smarten Ordnungen. Ich werde angesichts der relativ knappen Zeit, die mir zur Verfügung steht, Ihnen zu Beginn in einem gewissen Schnelldurchlauf einige Beispiele dafür nennen, was ich dann zusammenfassend unter smarten Ordnungen verstehe. Und dann werde ich einen relativ gewaltigen Abstraktionsschritt tun und einen bestimmten Aspekt dieser smarten Ordnungen etwas allgemeiner diskutieren und daraufhin befragen, das ist sozusagen, wird die Leitfrage sein, ob smarte Ordnungen beziehungsweise das, was ich darunter verstehe, noch normative Ordnungen sind oder etwas anderes. Und dann werde ich zum Schluss versuchen, noch kurz einen Erklärungsversuch zu unternehmen, warum smarte Ordnungen aktuell und wahrscheinlich in Zukunft noch mehr so willkommen sind, so attraktiv, dass es relativ wenig Kritik bisher jedenfalls daran gibt.
Gut, also zuerst der Schnelldurchlauf. Wenn Sie jetzt von Details nicht allzu viel verstehen, geht es Ihnen nicht anders als mir. Wenn man über Smartheit in diesem modernen Sinne, nämlich die Verbindung zu Digitalisierung, künstlicher Intelligenz steht, ist man immer mit dem Problem konfrontiert, dass das alles eine technische Seite hat, die zu erfassen den meisten von uns einfach die Kompetenz fehlt. Und unter diesem Vorbehalt jetzt also der Schnelldurchlauf. Während ich hier gerade spreche, findet in Frankfurt auf dem Messegelände eine Messe statt. Und zwar mit dem Titel Legal Evolution or Revolution. Das ist eine Messe verbunden mit einem relativ großen Kongress für Legal-Tech-Lösungen, primär für Anwälte und Kanzleien. Aber inzwischen mit so viel Resonanz, dass die hessische Staatsministerin für Justiz an diesen zwei Tagen in mehreren Panels und Grußworten und so weiter an dieser Messe, diesen Kongressen teilnimmt. Dabei treten, wie Sie aus der Selbstbeschreibung sehen können, Anbieter von Dienstleistungen und IT-Lösungen für Anwaltskanzleien, Rechtsabteilungen, Compliance-Abteilungen und so weiter weltweit auf, stellen ihre Produkte vor und bieten an innovative Lösungen zur Effizienz- und Qualitätssteigerung und zur Kostenreduzierung in allen Bereichen juristischen Arbeits. Das heißt, Digitalisierung, künstliche Intelligenz haben in der Rechtspraxis längst Einzug gefunden. Und ich bin auf diese Messe überhaupt nur gekommen, weil es an meinem Fachbereich, das habe ich jetzt sozusagen als Dekan gelernt, eine Gruppe von 160 Studierenden gibt, die im Bereich Legal Tech bereits arbeiten und bereits eigene Apps entwickelt haben. Und die werden gefördert von einer internationalen Anwaltskanzlei. Die haben großes Interesse an diesen jungen Leuten. Und daraus können Sie schließen, es handelt sich gegenwärtig noch um ein Phänomen vor allen Dingen auch der jüngeren Generation, die auf diesem Gebiet sehr intensiv und erfolgreich arbeiten. Jetzt ein paar Beispiele, was es da im Einzelnen geht. Zum Beispiel künstliche Intelligenz in der Vertragsprüfung. Es gibt bereits, auch in der Anwendung schon, ein System, das nennt sich Kira Systems. Das ist nicht das einzige. Es gibt noch sehr viele andere Anbieter dieser Art. Das ist eine Maschine, eine selbstlernende Maschine zur Contract Data Extraction. Dabei geht es darum, Verträge digital und mithilfe eines selbstlernenden Systems auf ihren Gehalt und mögliche Schwächen, Defizite zu überprüfen, um die vor Abschluss des Vertrages auszuschließen. Das ist wichtig zum Beispiel für das, was man im Common Law unter Due Diligence versteht. Das ist das Gebot, dass bei größeren Kaufverträgen, also vor allem dann, wenn es um Mergers zwischen Unternehmen geht, sagen diese Unternehmen erstmal rechtlich durchleuchtet werden müssen auf ihre finanzielle Tragfähigkeit hin, auf ihre Struktur und so weiter. Das setzt sich fort in Compliance-Fragen oder Finance, wenn es um Kreditverträge geht. Dienen solche Maschinen dazu, sagen diese Verträge intensiv zu prüfen, um mögliche Defizite eben am Ende auszuschließen. Das ist inzwischen ein prosperierender Markt, in dem es einen vielfältigen Wettbewerb gibt. Und internationale Anwaltskanzleien wenden diese Systeme bereits an. Die sind schon in der Praxis. Und wie mir die Studierenden aus der Gruppe unseres Fachbereichs berichtet haben, gibt es attraktive Jobs für Studierende in diesen Kanzleien, die nichts anderes zu tun haben, als unendliche Mengen an Verträgen in dieses System einzufüttern. Denn je mehr Verträge in dieses System reinkommen, desto mehr lernt es und desto effizienter kann es dann die neuen Verträge, die zur Prüfung anstehen, überprüfen. Dabei, um nur ein Beispiel zu nennen, was dann dabei herauskommen kann, ein Problem, darauf komme ich später nochmal zurück, sind dann zum Beispiel die sogenannten unbestimmten Rechtsbegriffe.
wenn in einer Vertragsklausel das Wort unverzüglich vorkommt, dass man unverzüglich irgendwie eine Anfechtungserklärung oder Ähnliches vorzubringen habe, dann bleibt die Maschine an einem solchen Ausdruck hängen und fordert eine exakte zeitliche Bestimmung. Schaut man im BGB nach, § 121 heißt unverzüglich ohne schuldhaftes Zögern. Das hilft der Maschine auch nicht. Die Maschine rechnet das um in einen Tag, zwei Tage, drei Tage. Und einige erinnern sich noch vielleicht, wo das Wort unverzüglich eine ganz extrem, auch politisch wichtige Rolle spielte. Das war Herr Schabowski bei der Frage, wann denn die Reise über die Mauer möglich sei, die Ausreise. Und er sagte, guckte auf seinen Zettel und sagte, unverzüglich, ja, gleich. Also das war ein Versuch, dieses unverzüglich. Und Herr Schabowski hätte mit einer solchen Maschine, kein Problem, die Maschine würde ihm sagen, morgen, in einem Tag, in zwei Tagen oder eben auch gleich. Also das ist ein Anwendungsfeld. Das andere Anwendungsfeld sind sogenannte Smart Contracts. Das ist jetzt etwas kompliziert. Das sind sogenannte digitale selbstausführende Verträge, die auf dieser dezentralisierten Blockchain-Technologie operieren. Dabei geht es im Wesentlichen darum, Verträge technisch so zu organisieren, dass man sozusagen keine Vertragsverhandlungen mehr führt, auch kein Schriftstück mehr hat, sondern sozusagen durch die Verkoppelung von digitaler Technik werden die einzelnen Leistungen so miteinander gekoppelt, dass sie sozusagen automatisch aufeinander folgen. Um sich das an einem Beispiel deutlich zu machen, wenn Sie ein Auto kaufen und einen Ratenzahlungsvertrag darüber abschließen, sagen, müssen Sie regelmäßig die Raten überweisen und solange sind Sie noch nicht Eigentümer dieses Autos. Oder kann es zu Problemen kommen, weil man eine Rate verspätet zahlt oder eine Zeit lang die Rate nicht, die nächsten Raten nicht bezahlen kann. Und dann gibt es Schwierigkeiten, dann muss man noch einmal neu verhandeln und so weiter. Über ein Smart Contract lassen sich diese Probleme ganz einfach dadurch lösen, dass sozusagen die Beobachtung der Ratenzahlung auf dem Bankkonto des Autohändlers digital verknüpft wird, mit, und zwar über diese Blockchain-Technologie, mit sozusagen einem Chip, der in dem Auto angebracht ist oder irgendein Mechanismus, der dafür sorgt, wenn die Rate nicht gezahlt wird, geht der Anlasser nicht mehr an. Also Sie können das Auto nicht mehr fahren. Auf diese Weise wird sozusagen das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung organisiert. Das ist jetzt ein sehr simples Beispiel. Sie können sich vorstellen, dass diese Smart Contracts eher für komplexere Vertragsverhältnisse gebaut sind. Auch da gibt es inzwischen ein großes Angebot und sobald Sie ins Internet schauen, werden Sie eine Fülle von Angeboten von solchen Blockchain-Betreibern sehen, die auf diese Weise diese Verträge organisieren. Ein anderes Feld. Und ich mache es noch ein bisschen schneller jetzt, weil sonst die Zeit davonläuft. Es gibt so etwas wie eine Fluggastdatenspeicherung. Das haben Sie sicher schon mal gehört, ursprünglich im Verhältnis der Europäischen Union zu den USA, aber jetzt aufgrund einer Richtlinie seit 2017 auch innerhalb der Europäischen Union. Es gibt eine Fluggastdatenzentrale im Bundeskriminalamt mit einem Fluggastdateninformationssystem. Und das speist sich aus der gezielten Auswertung und Speicherung von Fluggastdatensätzen. Das sind ungefähr 20 Items, die bei jeder Flugbuchung in Deutschland oder innerhalb der Europäischen Union abgefragt werden, gesammelt werden und gespeichert werden. Dazu gehören alle Informationen auf der Kreditkarte, dazu gehört der Name des Sachbearbeiters oder der Sachbearbeiterin im Reisebüro, dazu gehört, ob Sie den Flug angetreten haben oder nicht. Also wie gesagt, diese 20 Items, die mindestens 6 Monate gespeichert werden, dann in Europa anonymisiert werden müssen. Es gibt Abkommen, dass diese bei USA-Flügen diese Daten in die USA transferiert, übermittelt werden müssen. Dort bleiben sie 15 Jahre gespeichert. Also sehen eine umfassende Information
über diejenigen, die fliegen. Und zu den Informationen gehören übrigens auch Essgewohnheiten, die sozusagen bei der Flugbuchung mit angegeben werden. Auch das wird alles mitgespeichert. Das Ziel ist natürlich ein möglichst klares Profil der Flugpassagiere zu bekommen. Und das übergeordnete Ziel ist natürlich die Bekämpfung des Terrorismus. Und man glaubt, damit ein Mittel gefunden zu haben, um rechtzeitig präventiv einschreiten zu können, bevor sich ein solcher schrecklicher Anschlag ereignet. Damit sind wir sozusagen schon auf der Seite des Strafrechts, jetzt vom Zivilrecht ins Strafrecht, das Predictive Policing. Da hat meine Mitarbeiterin Frau Wilke für mich recherchiert. Ich gebe das jetzt wieder. Predictive Policing ist ein Versuch, ebenfalls durch Big Data, durch das Sammeln von Daten und Auswerten von Daten, künftige Straftaten zu verhindern, und zwar bevor sie passieren. Und da gibt es zwei Typen von Systemen, nämlich die täterbasierten Systeme, die Daten aus Täterbiografien einspeichern und auf diese Weise sogenannte Hochrisikopersonen identifizieren sollen. Und es gibt ortsbezogene Systeme, die künftige Risikoräume identifizieren und sogenannte räumliche Risikoprofile erzeugen. Das alles dient natürlich dazu, Straftaten zu verhindern, das heißt zu intervenieren, bevor die Straftat in einem bestimmten Raum begangen wird. Und ein kurzes Zitat aus einem Aufsatz, der darüber handelt. Der Effekt ist natürlich, dass man weiß, man wird permanent beobachtet und verhält sich aus diesem Grund schon von vornherein konform. Im Zusammenhang mit Predictive Policing, aber nicht nur, sondern sehr viel umfassender, stehen auch sogenannte Smart Cities. Erster Versuch, eine Smart City wirklich von Anfang an zu konstruieren, findet gerade in Toronto statt. Das alte Hafenviertel am Ufer des Lake Ontario wird als Smart City errichtet, mit Hilfe von Google, Amazon und anderen Konzernen. Und Sie können aus dem Schaubild links ungefähr ersehen, was alles zu einer Smart City gehört. Dazu gehört natürlich auch die Verbrechensprävention und die Überwachung der öffentlichen Räume, aber natürlich vor allen Dingen eine digitalisierte Infrastruktur, die alles zusammenführt. Also vom öffentlichen Nahverkehr über die Einkaufsmöglichkeiten, über Bildung, Krankenhäuser und so weiter. Und sozusagen das Zauberwort, unter dem das alles steht, heißt Konfluenz. Das heißt, es geht um die möglichst intelligente Vernetzung all dieser Infrastrukturbereiche derart, dass das alles harmonisch zusammenfließt und möglichst reibungslos läuft. Und dazu gehört natürlich auch die Verhinderung von Straftaten, aber eben nicht nur. Der nächste Schritt über die Straftaten hinaus könnte dann das sein, was in China jetzt zurzeit geplant ist und teilweise schon in Gang gesetzt worden ist, nämlich die Ausweitung der Kontrolle nicht nur auf zur Prävention von Straftaten, sondern auch zur Prävention sogenannten unzivilen Verhaltens, also eines moralisch vielleicht anstößigen, aber noch nicht strafbaren, vielleicht die öffentliche Ordnung leicht störenden, aber noch nicht im Sinne sozusagen eines unrechtsverletzenden Verhaltensweisen. Da gibt es jetzt Projekte, Maßnahmen zur Ergreifung, zur Förderung zivilisierten Verhaltens und zur Verbreitung sozialistischer Kernwerte, wie es dort heißt. Das wird zu einer Auflage für Kommunen in einigen Regionen Chinas gemacht. Und das läuft, wie behauptet wird, ganz demokratisch. Nämlich, es gibt eine Bürgerbefragung im Internet, welche Verhaltensweisen als besonders anstößig empfunden werden. Und nach der Mehrheit wird dann entsprechend meistens über Mittel, wie sie in anderen Teilen Chinas bereits praktiziert werden, über das sogenannte Sozialkreditsystem durch 24-stündige digitale Überwachung kontrolliert, ob jemand sich anstößig verhalten hat.
Und wenn das der Fall ist, dann verliert er sozusagen seine Sozialkreditpunkte und kann dann zum Beispiel keine Flugreise mehr buchen oder er leidet andere Nachteile. Und dass er oder sie das nicht kann, das kann man dann auch wieder über Smart Contracts organisieren. Man findet einfach kein Tool mehr, über das man eine Flugreise buchen kann. Also man kann es gar nicht anders, also selbst wenn man es versucht, man hat keinen Zugang mehr zu den entsprechenden Internetportalen und so weiter. Und das Sozialkreditsystem in China ist insoweit ja, glaube ich, bekannt. Das ist sozusagen das Großformat dieser Art von sozialer Kontrolle. Dass wir nicht so völlig weit davon entfernt sind, zeigt das Beispiel von Versicherungen aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen. Interview mit dem CEO der Generali-Versicherung in Deutschland, der für Privatkunden, also private Krankenversicherung, sogenannte Technologie, smarte, technologiegetriebene Versicherungen anbietet, die den Versicherungsnehmer dazu verpflichten, dass er Daten über seine gesamte Lebensführung sammeln lässt, also seine Ernährung, Wohnung, die Fahrweise im Auto und so weiter. Das ist der Generali Vitali Tarif und sozusagen das Lockmittel ist natürlich, dass der Tarif günstiger ist als der Normaltarif. Und gerechtfertigt wird das aber natürlich damit nicht, dass die Versicherung dadurch Geld spart und letztlich ihren Profit erhöht, sondern damit, dass auf diese Weise durch das Sammeln von Daten letztlich Schäden verhindert werden können, weil man über diese Big Data organisierte Synthetisierung von Informationen natürlich die Kunden informieren kann, was sie nicht tun sollten, also wie sie ihr Leben lieber nicht führen sollten, um keine Schäden oder gesundheitlichen Nachteile zu erleiden. Und deswegen nennt der CEO das eben auch die Solidarisierung von Informationen. Also man tut was Gutes, nicht nur für sich, sondern auch für andere, wenn man diese Daten preisgibt und infolgedessen auch seine Lebensführung natürlich entsprechend verändert. Worum geht es dabei? Man kann das zusammenfassen vielleicht als eine Form, also unterschiedliche Technologien der Verhaltenssteuerung oder technische Prävention. Das ist an sich nichts Neues, sondern das hat es immer schon gegeben. Und berühmt geworden ist das Beispiel, das Bruno Latour vorgeführt hat. Das sind die uns bekannten Bodenschwellen, die uns dazu bringen, langsamer zu fahren. Diese Bodenschwellen sind für Latour deswegen interessant, weil sie sagen, irgendwie eine Norm verkörpern, nämlich, dass man langsam fahren soll, also eine Geschwindigkeitsbegrenzung einhalten soll. Diese Norm jetzt aber nicht durchgesetzt wird durch irgendwie polizeiliche Kontrolle oder Ähnliches, sondern dadurch, wie er sagt, dass sie an das Beton delegiert wird. Nämlich, sagen, indem diese Bodenschwelle einen dazu zwingt, letztlich langsamer zu fahren. Man hat immer noch eine gewisse Freiheit, schneller zu fahren, riskiert dann aber eine Beschädigung der Stoßdämpfer oder irgendwie Gesundheitsrisiken. Jedenfalls ist für Latour diese Bodenschwelle sozusagen irgendwie so eine ein Mischwesen zwischen menschengemachten Normen und im Grunde einem Ding. Und es lässt sich nicht mehr genau unterscheiden, was eigentlich das Wesentliche, der wesentliche Charakter dieser Bodenschwelle ist, sozusagen ihre dingliche Natur oder ihre normative Natur oder ob sie etwas Neues ist, was irgendwie aus beidem synthetisiert worden ist. Es ist auf jeden Fall etwas, das uns richtig handeln lässt. Und das ist sozusagen ein Aspekt, der durch künstliche Intelligenz, durch die Beispiele, die ich Ihnen vorgeführt habe, sich noch steigern lässt. Das sind alles Mechanismen, die uns dazu bringen, richtig zu handeln oder anders formuliert, nicht abzuweichen von dem, was die Norm fordert. Und jetzt kommt der angekündigte Abstraktionsschritt. Das ist genau der Aspekt, der mich jetzt unter dem Titel Smarte Ordnungen interessiert. Smarte Ordnungen sind, das alles zusammenfasse, natürlich gibt es sehr viele andere Aspekte an den Beispielen, die ich genannt habe. Smarte Ordnungen sind darauf angelegt, durch intelligentes Design, also zum Beispiel künstliche Intelligenz, Abweichungen zu minimieren oder ganz unmöglich zu machen.
Also nochmal ein paar Zitate aus den vorangegangenen Beispielen bei den Smart Contracts, dieser Blockchain. Vertragsgestaltung sagen ist eines der Argumente, mit denen diese Technologie gerechtfertigt wird. Menschliche Fehlerquellen sind nahezu ausgeschlossen. Oder wie Latour es nennt, natürlich kritisch, nicht affirmativ, smarte Ordnungen oder jedenfalls technische Vorkehrungen dieser Art, wie er sie beschrieben hat, sind etwas, was uns richtig handeln lässt. Anderes Zitat aus dem inzwischen ja bekannten Buch von Shoshana Zuboff, Überwachungskapitalismus. Das Ziel solcher Ordnung ist es, Abweichungen von der Norm zu antizipieren und ihnen vorzugreifen, bevor sie passieren. Also die Verhinderung von Abweichungen, das Unmöglichmachen von Abweichungen ist jedenfalls der Aspekt, der mich jetzt im Folgenden an smarten Ordnungen interessiert. Und ich werde mich jetzt im nächsten Schritt sozusagen mit der Frage beschäftigen, welche Rolle spielen Abweichungen für normative Ordnungen und was bedeutet es, wenn smarte Ordnungen vor allen Dingen das Ziel haben, Abweichungen zu verhindern und auszuschließen. Dass darin ein Problem stecken könnte, ist keine so neue Einsicht. Hier ein Zitat von meinem Strafrechtskollegen Bernhard Hafke, aus dem Jahre 2001, der am Beispiel bereits der technischen Prävention die Frage diskutiert, was heißt es eigentlich, wenn technische Prävention darauf angelegt ist, Abweichungen zu verhindern. Dieses Zitat sozusagen erklärt das in einem Satz, wäre die psychologische Prävention, wenn auch mittels Lohn und Strafe den Weg, den steinigen, aber anständigen Weg noch über das Subjekt wählt, kommt dieses bei der technischen Prävention von vornherein gar nicht mehr in den Blick. Abweichendes Verhalten ist unmöglich geworden. Das heißt, der Fluchtpunkt dieser technischen Präventionsversuche ist die Abschaffung der Freiheit zum abweichenden Verhalten. Und jetzt könnte man ja eigentlich sagen, ja, ist doch gut, wenn es kein abweichendes Verhalten mehr gibt. Und ist das nicht irgendwie das Ziel und die Idee oder das Ideal einer jeden normativen Ordnung, dass man die Norm befolgt und gerade nicht von den Normen abweicht? Und jetzt will ich versuchen, in ein paar Schritten zu erklären, dass das zwar ein nachvollziehbares Ideal ist, aber vielleicht auch ein Problem, wenn man mithilfe technischer Mittel versucht, die Nichtabweichung sozusagen zur Gewissheit zu machen. Ich beginne mit dem Verhältnis von Normbefolgung und Autonomie. Normen einer normativen Ordnung sind, könnte man sagen, Gründe für jemanden. Und zwar für jemanden, der, um es vorsichtig zu formulieren und nicht gleich schon eine bestimmte philosophische Position zu beziehen, normativ ansprechbar ist. Also der oder die irgendwie fähig ist, auf Gründe zu reagieren, sich das Gebot, das dieser Grund repräsentiert, aneignen könnte, zu eigen machen könnte. Und deswegen sind Normen an Personen adressiert, die diese Norm autonom, selbstständig in einen Handlungsgrund transformieren. Das kann man interpretieren als eine Art von Selbstbindung. Ich binde mich selber, indem ich mir die Norm aneigne und sie zum Grund für mein Handeln mache, für mein normbefolgendes Handeln. Das schließt notwendigerweise natürlich auch die Freiheit zur Abweichung ein. Wäre ich ein Automat, eine Maschine, die nicht anders könnte, als so zu handeln, wie es die Norm vorschreibt, würde ich wahrscheinlich keine Norm befolgen, sondern ich würde irgendeine Verhaltensregelmäßigkeit produzieren, wie eben ein Automat. Also die Freiheit der Abweichung ist konstitutiver Bestandteil der autonomen Normbefolgung. Deswegen bin ich auch verantwortlich, jedenfalls unter normalen Umständen, dafür, wenn ich die Norm hätte befolgen können, sie aber nicht befolgt habe. Weil ich die Freiheit habe, mich selbst für die Befolgung der Norm zu entscheiden. Es gibt bekanntlich zwei Arten der Normbefolgung, vom internen oder Teilnehmerstandpunkt. Da mache ich mir die Norm so zu eigen,
dass ich sie als Grundlage meines Handelns akzeptiere, dass ich sie selber als Maßstab für die Beurteilung meines eigenen Verhaltens oder des Verhaltens anderer anerkenne, das, was HLAH die Critical Reflective Attitude genannt hat. Es gibt aber natürlich auch die Befolgung vom Beobachterstandpunkt aus. Ich kann eine Norm als Hindernis interpretieren, dessen Verletzung zu möglichen Nachteilen führt, und ich kann zweckrational kalkulieren. Wenn ich diese Nachteile vermeiden will, dann befolge ich die Norm lieber, ohne sie irgendwie akzeptieren zu müssen. In beiden Fällen jedoch sind es, dann mache ich mir die Gründe zu eigen. Wie unterscheiden oder wie verhalten sich smarte Ordnungen zu dieser Voraussetzung einer autonomen Normbefolgung? Smarte Ordnungen überspringen oder umgehen die Autonomie des Adressaten der Normbefolgung. Sie greifen entweder unmittelbar auf das Handeln durch oder sie suspendieren den individuellen Aneignungsprozess und motivieren zu einer ausschließlich kognitiven statt einer normativen Reaktion auf die Norm. Ich kalkuliere die Norm. Ich muss mit der so umgehen, im Grunde wie mit einem Hindernis, an dem ich vorbeifahren muss, oder wie die Bodenschwelle, bei der ich dann eben langsam fahren muss, wenn ich mein Auto nicht beschädigen will. Das heißt, ich muss mich so in dieser Weise kalkulierend dazu verhalten. Das Problem ist nicht, dass es nicht auch kognitive Einstellungen zu Normen in normativen Ordnungen gäbe, sondern dass die smarten Ordnungen dazu tendieren, nur noch die kognitive Reaktion zu ermöglichen. Das heißt, der normative Charakter dahinter verschwindet mehr und mehr, und es geht eigentlich nur noch um die Art und Weise, wie gehe ich mit diesem Ding, diese Norm da, um die mich zu einem bestimmten Verhalten bringt, zu dem ich auch gar keine Alternativen mehr habe und auch keine Freiheit mehr, entsprechend abzuweichen. Zweiter Punkt, die sogenannte Anwendungsoperation, habe ich das jetzt mal verkürzt zusammengefasst. Normative Ordnungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus generellen, mehr oder weniger unbestimmten Normen bestehen, die auf Handlungssituationen angewendet werden müssen. Dazu braucht man klassischerweise etwas wie Urteilskraft oder, manche nennen das auch Sinn für Angemessenheit. Jedenfalls Normen sind, wie Dworkin es nennt, also man muss diese Position nicht teilen, aber ich glaube, er hat einen Aspekt davon erfasst, interpretive concepts. Das heißt, Normen bedürfen der Interpretation, wenn sie auf konkrete Handlungssituationen angewendet werden sollen. Wenn der Normadressat sich überlegen muss, wie er jetzt die Norm befolgend sich in dieser Situation verhalten soll. Und deswegen sozusagen diese interpretierende Einstellung, die eine moralisch verantwortliche Person entwickeln muss. Dabei kommt es zu Abweichungen, kann es zu Abweichungen kommen, aber diese Abweichungen müssen gerechtfertigt werden. Das gehört sozusagen zu diesem Spielraum an Anwendungsmöglichkeiten hinzu. Wie sieht es in smarten Ordnungen mit dieser Anwendungsoperation aus? Smarte Ordnungen überspringen oder suspendieren auch die autonome Anwendungsoperation des Normadressaten. Sie sind auf ein bestimmtes normerfüllendes Verhalten festgelegt und lassen allenfalls geringe Variationen zu. Erinnere nochmal an das Beispiel unverzüglich. Ja, unverzüglich, ohne schuldhaftes Zögern. Eine Stunde, ein Tag, zwei Tage, drei Tage, Sache der Interpretation. Eine smarte Ordnung kann solche Begriffe nicht mehr zulassen, sondern muss festlegen, eine Stunde, zwei Stunden, ein Tag und dann ja oder nein. Dritter Punkt. Normative Ordnungen, also so wie wir das hier immer diskutiert haben, sind Rechtfertigungsordnungen. Sie rechtfertigen ihre selbst und sind ihrerseits rechtfertigungsbedürftig. Normen erheben kritisierbare Geltungsansprüche. Sie sind janusköpfig, wie Jürgen Habermas das genannt hat. Das heißt, sie sind faktisch wirksam hier und jetzt, aber sie überschreiten sozusagen die gegenwärtige Situation, die positive Geltung innerhalb einer bestehenden normativen Ordnung im Hinblick darauf,
richtig zu sein, einen Geltungsanspruch auf Richtigkeit zu erheben, der kritisch und geltende Normen können daraufhin befragt werden, ob sie diesen Geltungsanspruch erfüllen oder nicht. Deswegen bringen normative Ordnungen häufig eben auch Bedingungen und Verfahren der Rechtfertigung dieses Geltungsanspruches hervor. Wie dieser Richtigkeitsanspruch zu interpretieren ist, ob es da eine One-Right-Answer gibt, lasse ich erstmal undiskutiert, sage nur so viel. Natürlich erheben normative Ordnungen einen Anspruch auf Richtigkeit. Und auch bei Anwendungsoperationen gibt es diesen Anspruch als auf eine One-Right-Answer. Wären jetzt smarte Ordnungen solche, die diesen Anspruch perfekt erfüllen, weil sie ein Ergebnis festlegen von vornherein? Ich glaube nicht, denn dass diese Ansprüche sagen, öffnen die Kluft zwischen dem Ideal der Richtigkeit und der bestehenden geltenden Norm, die immer fehlbar ist im Hinblick auf den Anspruch auf Richtigkeit und deswegen kritisierbar ist. Und deswegen öffnen sie einen Raum der Kritik. Und smarte Ordnungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie diesen Raum schließen. Sie berauben die Norm ihrer Rechtfertigungsbedürftigkeit, suspendieren die Janusköpfigkeit des Geltungsanspruchs und damit die Kritik und die Diskurse über ihre Rechtfertigung. Denn sie treten auf wie Dinge, wie erste Natur, zielen auf Verhaltensregelmäßigkeiten, keine Abweichungen, sondern nur noch normerfüllendes Verhalten. Und sperren sich somit gegen Kritik und schließen diese Kluft zwischen dem Anspruch auf Richtigkeit und ihrer faktischen Geltung. Also deswegen zusammenfassend nach diesen drei Punkten die Frage, sind smarte Ordnungen normativ? Wenn zur normativen Ordnung gehört, dass sie die Autonomie des Normadressaten voraussetzen, einschließlich der Frage zur Abweichung, bei der Normbefolgung, bei den Anwendungsoperationen und wenn sie Rechtfertigungsordnungen sind, dann ist die Frage, sind smarte Ordnungen noch normativ? Meine Vermutung wäre, nein, sie sind etwas anderes. Vorletzter Punkt, warum sind smarte Ordnungen willkommen? Warum besteht ein so großes Bedürfnis, Abweichungen unmöglich zu machen durch neue Technologien, Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Soshana Zuboff hat die Hypothese entwickelt und sie nennt das die Dystopie des Unvertrages. Der Unvertrag ist sozusagen ein Smart Contract, der mir sozusagen keine Abweichungsmöglichkeiten mehr lässt, der durch technologische Vorkehrungen mich dazu bringt, mich so zu verhalten, wie der Vertrag es erfordert. Keine Verhandlungsspielräume mehr, keine Revisionsmöglichkeiten, sondern ja oder nein. Ihre Vermutung ist, dass der überwachungskapitalistische Drang nach Gewissheit die Arbeit am Aufbau und Erhalt sozialen Vertrauens, dass das ersetzt werden muss durch Gewissheit über ein garantiertes Ergebnis. Sowas wie Vertrauen in die Autonomie bei der Normbefolgung, in die Autonomie der Anwendungsoperationen, in die Rechtfertigungsfähigkeit einer Norm. Solches Vertrauen ist heute nur Sand im Getriebe, eine unnötige Hürde auf dem Marsch zu garantierten Ergebnissen. Und sozusagen gerechtfertigt wird das, dass das nur Unsicherheit erzeugt und dass man mit der Überwindung oder mit dem Beiseiteschaufeln dieses Sandes im Getriebe einen Sieg über die menschliche Natur, über die fehlbare menschliche Natur erzielt. Also sind normative Ordnungen Ordnungen für fehlbare Menschen und haben smarte Ordnungen das Ziel, Ordnungen für Menschen zu sein, die zwar fehlbar sind, deren Fehlbarkeit aber ausgeschlossen werden muss oder die Auswirkungen der Fehlbarkeit das Funktionieren einer Ordnung nicht mehr stören dürfen. Warum diese Tendenz? Also was sich bei Zuboff ankündigt, ist, dass eine der möglichen Erklärungen darin besteht, dass es einen Vertrauensverlust in Freiheit und Autonomie gibt. Man könnte auch sagen, ein Misstrauen in die Normbefolgungsbereitschaft, soweit sie von autonomen Adressaten erwartet wird.
Die Ungewissheit über künftiges Verhalten qua Normbefolgung und Selbstbindung zu künftigem Handeln über das Versprechen erscheint zunehmend riskant. Hannah Arendt hat daraus ein großes Thema gemacht. Die Selbstbindung angesichts einer ungewissen Zukunft und das Vertrauen, das wir dem anderen entgegenbringen müssen, dass er sich seinem Versprechen gemäß verhalten wird, obwohl wir niemals wissen. Und das Nichtwissen des zukünftigen Verhaltens ist eine Bedingung dafür, dass wir ein solches Vertrauen generieren. Das erscheint zunehmend als ein Risiko, das irgendwie immer weniger erträglich wird und das irgendwie ausgeschlossen werden muss. Ökonomisch verursacht die Fehlbarkeit bei der Normbefolgung zu hohe Transaktionskosten. Deswegen Smart Contracts und Vertragsprüfungssysteme, denn fehlerhafte Verträge, Defizite in den Verträgen, Ungewissheit darüber, ob die Vertragspartner sich an die eingegangenen Verpflichtungen tatsächlich halten werden, das kostet Zeit, dazu muss man Aufwand betreiben, um das auszuschließen, da hat man Konflikte, die kosten Geld und Zeit und so weiter. Aus der Verhaltensökonomie oder im Behavioral Economics, die propagieren oder erklären schon seit langem, dass Menschen nur beschränkt rational sind. Die Kritik an der Figur des Homo economicus, dass er unter Willensschwäche leidet und dass das sozusagen Faktoren sind, die man bei Austauschprozessen berücksichtigen muss und die ökonomischen Austauschprozesse deswegen möglichst so gestalten sollte, dass beschränkte Rationalität und Willensschwäche keine allzu hohen Kosten verursachen und nicht zur Ineffizienz führen. Deswegen Nudging und andere Mittel, um das zu umgehen. Ergebnis aber auch da wieder ein Misstrauen in die autonome Normbefolgungsbereitschaft und Anwendungsoperationen der Normadressaten. Deswegen der Versuch, mit smarten Ordnungen genau das zu überspringen oder zu umgehen und durch Techniken zu ersetzen, Technologien, die sozusagen die Gewissheit über das zu erwartende Handeln garantieren. Letzter Punkt: Sind smarte Ordnungen möglicherweise selbst riskant? Also bei all dem Versuch, Risiken auszuschließen. Abweichendes Verhalten ist nach der Einsicht des Soziologen Robert Merton oft innovativ. Wer sich abweichend verhält, findet neue Wege, um zu seinem Ziel zu kommen, ohne die Norm zu befolgen. Innovationen sind es unter anderem, können es auch deswegen sein, weil an solchen Abweichungen überhaupt auch erst zum ersten Mal deutlich wird, dass möglicherweise mit der Norm selber was nicht in Ordnung ist, dass die Norm geändert werden müsste, dass sie ihre Rechtfertigungen nicht mehr überzeugen, dass sich die Verhältnisse geändert haben und deswegen die Norm geändert werden müsste. Das heißt, Abweichungen können normative Lernprozesse auslösen. Könnte es sein, dass smarte Ordnungen solche normativen Lernprozesse unmöglich machen, weil sie keine Abweichungen mehr zulassen? Natürlich wird es auch in smarten Ordnungen Lernprozesse geben, aber die werden nur technischer Art sein. Die Optimierung, sozusagen der Technologie zur Erzeugung normerfüllenden Verhaltens, aber vermutlich werden es keine normativen Lernprozesse mehr sein. Allerletzte Frage: Wenn smarte Ordnungen sich durchsetzen, wer darf sich dann überhaupt niemand mehr abweichend verhalten oder nicht? Es gibt Vermutungen angesichts bestehender normativer Ordnungen, unter anderem von Luc Boltanski, dass sich nur einige abweichend verhalten dürfen, nämlich sozusagen die neue herrschende Klasse. Sie darf Normen durchbrechen, wenn es die Effizienz gebietet, während der Rest, sozusagen die niederen Klassen, müssen sich an die Normen halten und werden durch Sozialkreditsysteme und alle möglichen anderen Systeme ständig daraufhin überwacht, ob sie tatsächlich die Normen befolgen oder nicht und wenn nicht, dann entsprechend sanktioniert. Das wäre sozusagen eine mögliche Konsequenz dann smarter Ordnung. Vielen Dank für Geduld und Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank. Jetzt willkommen zu unserer Diskussion. Zunächst hier auf dem Podium mit einem Kommentar von Professorin Beatrice Brunhöber, dem
einer der neuesten Mitglieder unseres Verbundes. Und wie schon gesagt, musste sich unser Filmwissenschaftler, der die interdisziplinär ganz andere Perspektive eingebracht hätte, heute leider krankheitsbedingt auch entschuldigen. Zunächst ganz, ganz herzlichen und großen Dank für den Blick in die smarten Ordnungen durch den Vortrag von Klaus Günther. Ich darf Ihnen Frau Brunnhöber vorstellen. Sie ist seit Frühjahr 2019 Professorin an der Goethe-Universität für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung und eben Mitglied unseres Forschungsverbunds. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin und nach Aufenthalt als Visiting Scholar an der George Washington University und verschiedenen Tätigkeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterin wurde sie 2009 an der Humboldt-Universität mit einer rechtsphilosophischen Arbeit promoviert und die Arbeit wurde ausgezeichnet als juristisches Buch des Jahres 2010. 2016 habilitierte sich Beatrice Brunnhöber dort und erhielt die Venia Legendi. Und jetzt passen Sie auf, das wird häufiger bei uns gesagt, dass die juristischen viel länger seien als andere. Das wurde auch schon, als Christoph Burchert zu uns kam, immer besprochen. Und so ist es auch bei Professorin Brunnhöber für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie, Rechtsvergleichung und Medizinstrafrecht. Im März 2017 wurde sie Universitätsprofessorin an der Juristischen Fakultät der Leibniz-Universität Hannover und war dann nach der Ablehnung weiterer Rufe Professorin in Bielefeld, bevor sie in diesem Jahr den Ruf nach Frankfurt angenommen hat und hier bei den normativen Ordnungen mit einem Forschungsprojekt mit dem Titel Datenschutz, Strafrecht und Informationsgesellschaft hinzugekommen ist. Im Strafrecht befasst sie sich mit den Grundfragen des materiellen Strafrechts sowie Präventionsstrafrecht und Risikogesellschaft, mit Strafrechtsvergleichung, Globalisierung, mit Datenschutz, Computer- und Internetstrafrecht. Das alles verbunden mit einem Schwerpunkt in der Rechtsphilosophie, wo sie sich mit Kriminalisierungstheorien, Staats- und Verfassungsrecht und eben mit Medizin- und bioethischen Fragestellungen beschäftigt. Und so sehen Sie schon, warum wir auch heute die richtige Kommentatorin für den Vortrag ausgewählt haben. Nur ganz kurz zu den vielfältigen Publikationen. Die wichtigste sicher ist im Erscheinen begriffen strafrechtlicher Schutz der informationellen Selbstbestimmung und wird im nächsten Jahr erscheinen. Dann die Erfindung demokratischer Repräsentation in den Federalist Papers aus 2009. Und um nur einige Aufsätze zu nennen, die Ihnen sagen, warum Frau Brunnhöber, wie gesagt, die ideale Expertin heute ist, individuelle Autonomie und Technik im Körper, herausgegeben von Susanne Berg, Jenseits von Mensch und Maschine, ethische und rechtliche Fragen zum Umgang mit Robotern, künstlicher Intelligenz und Cyborgs, oder darf der Staat die Technisierung des eigenen Körpers beschränken? Robotik im Kontext von Recht und Moral heißt das Buch, oder Funktionswandel des Strafrechts in der Sicherheitsgesellschaft. Ich freue mich sehr auf Ihren Kommentar, liebe Frau Brunnhöber. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch ganz besonders, heute hier sprechen zu dürfen auf einer Veranstaltung, die ja auch ein bisschen das Wirken von Herrn Günther ehren soll, das Wirken hier an dem Cluster Normative Orders. Ich freue mich deswegen, weil die Forschung von Klaus Günther mich von Anfang an schon als Studentin immer und dann über meine Jahre hinweg als Doktorandin und Habilitantin immer irritiert haben. Und zwar in einem positiven Sinne. Die Irritation führt ja dann dazu, dass man herausgefordert ist, neu und anders zu denken. Und jetzt freue ich mich, dass wir diese Herausforderung auch also jetzt als Kollegin im Gespräch fortführen können, unter anderem ja auch in dem mir schon als Studentin bekannten berühmten Dienstagsseminar am Kriminalwissenschaftlichen Institut, an dem ich ja jetzt bin. Zu meinem Kommentar, also zunächst einmal vielen Dank für diesen faszinierenden Vortrag und ich muss sagen, ich habe trotz natürlich langjähriger Beschäftigung mit normativen Ordnungen etwas Neues gelernt. Vor allem, dass normative Ordnungen die Möglichkeit zur Abweichung voraussetzen. Mal wieder eine Irritation.
Ich möchte meinen Kommentar in drei Punkte, also in meinem Kommentar auf drei Punkte eingehen. Erstens denke ich, ist es Klaus Günther gelungen, weniger beachtete Elemente von Normativität aufzuzeigen. Zweitens werden diese Elemente ausgehöhlt. Auch da stimme ich dem Vortrag zu. Nur bei der Frage, wie es dazu kam, möchte ich drittens nachhaken. Zum ersten Punkt. Ich denke, Klaus Günther ist es gelungen, im Angesicht der Algorithmisierung tatsächlich weniger wahrgenommene Elemente von Normativität aufzuzeigen. Erstens teile ich grundsätzlich die Überlegung, dass normative Ordnung zwar Normbefolgung erwarten, aber die Möglichkeit der Nichtbefolgung voraussetzen. Nur eine kleine Rückfrage, ganz spontan musste ich hier an den berühmten Engel Kants denken. Reine Vernunftwesen handeln immer schon im Einklang mit der normativen Ordnung, aber der Mensch als empirisches Wesen stößt hier ja an Grenzen. Wie lässt sich dieser Gedanke in deine Überlegungen integrieren? Und noch eine Anmerkung. Die Überlegung von der Möglichkeit der Nichtbefolgung ist vermutlich nur auf der Grundlage bestimmter Gesellschaftsvorstellungen richtig, nämlich auf der Basis individualistischer Ansätze. Bei vielen kollektivistischen Ansätzen scheint mir dagegen die freie individuelle Entscheidung für die Befolgung einer Norm nicht so sehr im Vordergrund zu stehen. Zweitens wird überhaupt sichtbar, dass es unterschiedliche Modi, nämlich eine normative und eine kognitive Modi der Normbefolgung gibt. Und auch hier teile ich die Überlegung, dass ein normativer Modus verlangt, dass Adressaten die jeweilige Anwendung einer Norm auch rechtfertigen können muss. Dies führt dann drittens dazu, dass ein kritisch reflektierender Umgang mit Normen überhaupt möglich wird. Wenn mir bewusst ist, dass ich Normen bei der Anwendung interpretieren muss, muss ich Grundannahmen und Ziele reflektieren und kann kritisch für eine weite oder enge Auslegung und so weiter eintreten. Als Strafrechtlerin sei mir hier ein Beispiel aus dem Strafrecht erlaubt. Wenn ich zum Beispiel anders als über Jahre hinweg die deutsche Rechtsprechung, wenn ich anders als diese Rechtsprechung finde, dass Sitzblockaden keine Gewalt sind und damit keine Nötigung im strafrechtlichen Sinn, dann muss ich als Sitzblockierer, als Sitzblockiererin dafür Gründe angeben. Das haben die Demonstranten jedenfalls implizit auch gemacht. Immer ist die Rede von gewaltfreien Protesten, von passivem Widerstand, aber auch von den wichtigen politischen Zielen, auf die mit der Sitzblockade aufmerksam gemacht werden soll. Und genau diese Gedanken hat dann das Bundesverfassungsgericht in seinen Entscheidungen aufgenommen, wo es letztendlich geurteilt hat, dass eine bloße Sitzblockade keine Gewalt im strafrechtlichen Sinne sein kann. In Klammern, da gibt es jetzt ein Nachspiel vom BGH, der sich nicht auf diese Rechtsprechung einlässt, aber das nur für Juristen. Viertens ist es richtig, dass normative Ordnungen mit dem Anspruch auftreten, legitim zu sein und dass sie diesen Anspruch auch in der Öffentlichkeit begründen müssen. Damit geht einher, dass man einmal gefundene Normen aber auch wieder abgeändert werden können müssen. Hier nur zwei Anmerkungen, dass es Einschränkungen gibt, nämlich erstens gilt es natürlich, glaube ich, nur in demokratischen Ordnungen und zweitens, wichtig, auch in demokratischen Ordnungen gibt es eine Grenze. Es gibt nämlich Regeln, Normen, die dann nach allgemeiner Auffassung, nach dem Grundgesetz oder der Verfassung eben nicht abgeändert werden können. In Deutschland zum Beispiel die Menschenwürde und das Demokratieprinzip unterliegen einfach der Ewigkeitsklausel. Fünftens teile ich die Einschätzung, dass gerade Abweichung von der Norm oder die herrschende Auslegung einer Norm dazu führen, dass sich unsere normative Ordnung weiterentwickelt. Das kann man auch an einem wieder aus dem Strafrecht stammenden Beispiel sehen, dass dort viele Normen zuerst einfach faktisch nicht mehr angewendet werden, bevor sie dann abgeschafft werden. Beispielsweise ist das strafrechtliche Verbot des homosexuellen Kontakts unter Männern erst in den 1990er Jahren zumindest vollständig abgeschafft worden, ist aber da war schon lange keiner mehr verurteilt worden. Und als sechstes Element ist es auch richtig, dass wir es deshalb aushalten, dass immer wieder von Normen abgewichen wird, weil wir einander grundsätzlich vertrauen. An dieser Stelle müsste man vielleicht noch auf andere Thesen eingehen, das nur so als Anregung.
widerspricht dies zum Beispiel nicht Luhmanns Überlegungen, das Vertrauen dazu, die Komplexität der Möglichkeiten auf ein Maß zu reduzieren, dass die Einzelnen verhandlungsfähig bleiben lässt. Denn die Frage wäre jetzt, erhöht es nicht die Komplexität, wenn ich immer davon ausgehen muss, dass mein Gegenüber die Norm nicht befolgt, wenn auch mit guten Gründen? Ich komme zum zweiten Punkt. Ich teile die Ansicht, dass diese Elemente normativer Ordnung gegenwärtig erodieren. Klaus Günthers Beschreibung der Erosion ist überzeugend. Wir sehen uns zunehmender Konditionierung unseres Verhaltens ausgesetzt. Dies führt zu einer Gesellschaft des Misstrauens. Wir können uns vermeintlich nicht mehr rational selbst steuern, sondern müssen in die richtige Richtung gestupst oder gezwungen werden, je nach Paternalismusansatz. Eine kritische Auseinandersetzung mit Normen wird schwierig, wenn man die Normen nicht mehr als begründete Handlungsvorgaben ansieht, sondern wenn sie einem wie Dinge entgegentreten, wie du gesagt hast. Und wie soll sich eine normative Ordnung eigentlich fortentwickeln, die faktisch nicht mehr in Frage gestellt werden kann? Ich komme zum dritten Punkt. Wie kam es dazu? Bei der Geschichte, wie es dazu kam, würde ich vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Es mag sein, dass die Algorithmen die Veränderung treiben. So sprechen ja viele davon, dass wir gerade eine digitale Revolution erleben und dass das Industriezeitalter vom Informationszeitalter abgelöst wird. Der Hype um die KI ist nur die aktuellste Variante davon. Diese Narrative suggerieren aber irgendwie, dass die Technik über uns hereinbricht und alles verändert, unsere Art zu leben, zu denken und eben auch unsere Art, uns normativ zu steuern. Die Geschichte kann man aber vielleicht auch anders erzählen. Das legt ja schon das Beispiel der Betonschwelle nahe. Vielleicht gab es das alles schon lange vor der Erfindung des ersten Computers. Vielleicht haben wir angefangen, anders zu denken, anders zu leben und uns auch anders normativ zu steuern. Und das hat uns dann auch zu den neuen Informationstechnologien geführt. Ich vermute, dass sich zuerst die Informationsbedürfnisse der Menschen erhöht haben und dann haben die Menschen Technologien entwickelt, die ihnen dabei helfen, sie zu befriedigen. Das gilt für den Einzelnen ebenso wie für den Staat und die Wirtschaft. Als die Menschen mit der Aufklärung und Individualisierung plötzlich gezwungen waren, ihre Lebensweise zu begründen, wenn man sich nicht mehr einfach auf tradierte Vorgaben berufen konnte, brauchten sie Informationen. Sie brauchten Informationen darüber, wie man es etwa tatsächlich machen kann. Es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten. Aber natürlich auch Informationen darüber, wie man dann diese Möglichkeiten normativ bewerten kann. Als sich der moderne, weiteres Beispiel jetzt zum Staat, als sich der moderne Nationalstaat entwickelt hatte, und auch hier befinden wir uns im 19. Jahrhundert, lange vor der Erfindung des ersten Computers, hatte man erstmals einen zentralen Verwaltungsapparat. Im Mittelalter gab es sowas nicht. Und wenn man aber etwas effektiv verwalten möchte, dann braucht man Informationen über Geburts- und Sterberaten, über kriminelles Verhalten, über Migrationsbewegungen, über Bildungsgrad und Gesundheitszustände und. Und auch aus der Wirtschaft greife ich jetzt nur ein Beispiel raus. Als die Unternehmen anfingen, global zu agieren, ab den 70ern spätestens, brauchten sie Kommunikationsmittel, die ein globales Handeln ermöglichten. Und erst danach wurde das Internet erfunden. Wenn man die Geschichte so erzählt, kann man besser erkennen, dass die neuen Informationstechnologien nicht wie ein Naturereignis über uns hereinbrechen. Vielmehr, Informationstechnologien werden von Menschen zu bestimmten Zwecken entwickelt. Algorithmen und Smart Ordners kommen nicht einfach über uns. Sie sind menschengemacht. Und zwar von Menschen, und das ist jetzt wichtig, von Menschen, die ihr Verhalten heute vielleicht anders steuern und auch anders steuern wollen als früher und vor allem anders als in einem klassischen liberalen Staat. Das Ziel scheint mir Risikosteuerung zu sein. Das zeigen ja auch die Beispiele von der Betonschwelle oder die weiteren Beispiele, auf die ich auch noch gleich eingehe. Die Betonschwelle ist jedenfalls ein Beispiel aus der Offline-Welt. In aller Kürze zu dieser Entwicklung am Beispiel des Staats. Der
Zwar beugt der idealtypische liberale Staat vor, aber nur, soweit die Freiheit zumindest unmittelbar gefährdet ist. Allerdings ist seit geraumer Zeit zu bemerken, dass die staatliche Prävention diese Grenze verliert und sich verändert. Sie wird, wie ich meine, zur Risikosteuerung. Dann verändern sich aber auch die normativen Ordnungen. Sie dienen nicht mehr allein der Freiheitssicherung, sondern der frühzeitigen Risikovermeidung. Und jetzt kommen Beispiele aus der Offline-Welt. Das Klonverbot wurde beispielsweise erlassen, lange bevor Dolly, das erste Klonschaf, geboren wurde. Aber dann ist klar, dass Normen eben Verhalten frühzeitig konditionieren sollen und möglichst keine riskanten Abweichungen zulassen sollen. Es sollte schon früh verhindert werden, dass irgendjemand in Deutschland es überhaupt wagt, das Klonen zu erforschen. Dem Einzelnen wird nicht mehr vertraut, sondern er wird je nach Einordnung in eine risikobehaftete Gruppe oder Situation sanft oder weniger sanft in eine bestimmte Richtung gestupst. Es gibt heute die Masernimpfpflicht für Kinder, gerade ganz aktuell, oder ist sie schon verabschiedet? Oder wird demnächst verabschiedet. Und besondere Strafverfolgungsprogramme für sogenannte Intensivtäter. Solche Vorgaben sind deshalb so schwer zu hinterfragen, weil sie uns als Tatsachen entgegentreten, das hast du ja auch gesagt, aber auch, weil sie das Label Prävention von Risiken tragen. Wenn ich zum Beispiel mit einem Elektroroller heutzutage durch die Innenstadt fahre, dann wird automatisch, wenn ich in die Nähe einer Fußgängerzone komme, die Geschwindigkeit gedrosselt. Dann habe ich natürlich hier eine normative Vorgabe, Schrittgeschwindigkeit in Fußgängerzone fahren, die mir als Tatsache entgegentritt, Drosselung der Geschwindigkeit, ich kann gar nicht schneller fahren. Aber vor allem ist die kritische Reflexion schwierig, weil ich ja nichts dagegen haben kann, dass eine App dafür sorgt, dass ich keine Fußgänger überfahre. Am wichtigsten erscheint mir aber, dass die Technik menschengemacht ist und natürlich auch immer bestimmte normative Zwecke verfolgt. Und nach meiner Vorrede meine ich, ist das oft das Ziel der Prävention von Risiken. Ich denke, eigentlich alle Beispiele, die du genannt hast, lassen sich hier gut einordnen. Smart Contracts zum Beispiel sollen das Risiko der Nichtleistung einer Partei minimieren oder ausschließen. Die Fluggastdatenspeicherung soll Risiken des Terrorismus minimieren, indem man eben potenzielle Terroristen schon nicht fliegen lässt. Predictive Policing soll die Straftat schon, bevor sie stattfindet, verhindern, indem die Polizeipräsenz an bestimmten Orten erhöht wird. Das Sozialkreditsystem, das chinesische Sozialkreditsystem, soll schon anstößiges Verhalten, das ja möglicherweise irgendwelche Risiken birgt, vermeiden. Ich glaube, das waren die Beispiele. Aber Algorithmen, die das alles steuern, Algorithmen unterliegen vielfach, und das sollte man hier nicht vergessen, Verständigungsprozessen. Sie sind nämlich menschlich gemacht. Beispielsweise entwickelt Facebook seine Algorithmen zur Suche nach Hate Speech und deren Löschung entsprechend den jeweiligen gesetzlichen Vorgaben, die ja unterschiedlich sind. So wird die Auschwitz-Lüge nur in Deutschland, nicht aber in den USA gesucht und gelöscht. Das Prozedere von Facebook ist durchaus Ergebnis eines längeren öffentlichen Verständigungsprozesses, der auch auf Kritik reagiert und das heißt letztlich Algorithmen auch verändert. Dabei argumentiert Facebook auch normativ, nämlich mit der Meinungsfreiheit. Auch bei den Smart Contracts könnte man sagen, die reagieren ja auf die gesetzlichen Vorgaben und versuchen zum Beispiel herauszufinden, was unverzüglich heißt und das dann natürlich ohne Abweichungsmöglichkeit umzusetzen. Und dazu nur noch auch noch eine ganz kleine Seitenbemerkung. Ich glaube, dass die Algorithmen bald so weit sein werden durch das Lernen, dass sie auch so einen unbestimmten Rechtsbegriff wie unverzüglich verarbeiten können, indem sie zum Beispiel Urteile dazu auswerten, die in ähnlichen Situationen bei unverzüglich gesagt haben, 10 Tage war zu viel oder zu wenig.
Also das Wichtigste erscheint mir, dass die Technik menschengemacht ist und bestimmte Ziele verfolgt. Damit komme ich zum Fazit. Vielleicht sind es nicht so sehr die Smart Orders, die unsere normative Verständigung gefährden, als vielmehr eine aufkommende Risikoordnung. Und wir sollten uns davor hüten, die Algorithmen zu etwas Selbstständigem zu überhöhen, denn das führt dazu, dass die mit den Algorithmen von Menschen verfolgten Ziele verschleiert werden.